Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, auch von mir im Namen der Redaktion ein herzliches Willkommen zu unserer inzwischen 21. internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Und ich freue mich sehr, unseren nächsten Gast begrüßen zu können. Sie knüpft nicht direkt, aber doch indirekt auch an das, was der Genosse Çubukçu dargelegt hat über gesellschaftliche Entwicklungen in der Türkei. Nun sind wir hier in Zentraleuropa noch ein ganzes Stück weit entfernt von Tendenzen, wie er sie geschildert hat, die prägend sind für die politische Wirklichkeit in seinem Land. Aber nichtsdestoweniger haben wir es hier auch mit einer Situation zu tun, wo sich der gesellschaftliche Diskurs in den vergangenen Jahren stückweise immer weiter nach rechts verschoben hat. Ich muss euch hier keinen Vortrag darüber halten, ihr wisst es alles selber. Stichwort AfD und diese ganzen Pegida-Geschichten, mit denen wir es zu tun haben. Aber das geht natürlich weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Zur Erinnerung nochmal gestern die Äußerung von Sigmar Gabriel, dem Sozialdemokraten, der am liebsten Sondergerichte und schnelle Abschiebungen für alle irgendwie auffällig gewordenen Migranten fordert und dann Gerichtsverfahren in ihren Heimatländern, egal wie es da um die Rechtszustände bestellt ist. Ganz herzlich willkommen, Natascha Strobel aus Wien. Ihr Vortrag hat das Thema Friedensfrage und Demagogie, Gefahr rechter Hegemonie. Natascha Strobel, Leserin und Leser der Jungen Welt, kennen Sie. Sie hat mitverfasst eine Themaseite zu den Identitären, also eine neue Formation, eine sozusagen intellektuelle Avantgarde in der Rechten, die auch versucht, also in Österreich ihren Ursprung hat, aber auch versucht, hier Fuß zu fassen. Das ist ein Thema, mit dem sie sich besonders befasst hat. Aber gestern war ein Interview mit ihr nachzulesen auf der Seite 2. Es ging um die Gewaltexzesse von Köln in der Silvesternacht. Und ich möchte nur zwei kurze Zitate vortragen aus diesem Interview, wenn ich darf. Sie sagt, Antirassismus und Feminismus werden gegeneinander ausgespielt. Das ist ziemlich absurd, denn die Rechten, die plötzlich Frauen schützen wollen, sind doch genau jene, die Vergewaltigungswitze lustig finden, gegen Frauenhäuser hetzen und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen in Frage stellen. Mit diesen Leuten, kann es nie eine Zusammenarbeit geben, auch nicht punktuell. Zu ihrer Person, Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismusforschung und aktive Antifaschistin. Sie hat in Wien das Bündnis Offensive gegen Rechts mitgegründet. Wir hatten so eine Art längeren Hintergrundbeitrag zum Selbstverständnis und zu dem politischen Einflussnahme, also die von diesem Bündnis ausgeht. Sie hat zusammen mit Katrin Glösel und Julian Bruns die Bücher Die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten verfasst und einen weiteren Titel Rechte, Kulturrevolution, wer und was ist die neue Rechte von heute? Sie arbeitet in der Bildungswerkstatt Antifaschismus und Zivilcourage, die sie mitgegründet hat in Wien und betreibt außerdem den antifaschistischen Blog www.schmetterlingssammlung.net. So viel der Vorrede. Natascha, herzlich willkommen und bitte, du hast das Wort. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hören mich alle? Ja, gut. Ich werde jetzt die nächsten 30 Minuten eben über das angesprochene Thema reden, werde es vor allem versuchen einzubetten in Entwicklungen, die in den neuen Rechten vor allem im letzten Jahr passiert sind und gebe euch hier einen Überblick. Okay, es funktioniert nicht mit der Technik, ich muss immer weiter sagen. Genau. Werde über Rechtsextremismus allgemein reden, über die neue Rechte und vor allem, was glaube ich sehr wichtig ist, über ihre Ideologie und ihre Strategie, denn das ist das, was wirklich neu ist. Und dann werden wir uns auch schon beschäftigen mit, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert, was erleben wir eigentlich gerade auf den Straßen. Weiter bitte. Genau, also mein Vortrag dauert circa 30 Minuten. Fotos nach Absprache in Ordnung. Ich bin nicht so begeistert, wenn meine Fotos auf Facebook ungefragt auftauchen. Das bitte ich zu beachten. Weiter bitte.
Also ich glaube, in dem Rahmen muss ich es nicht ausführen. Ich sage es trotzdem gerne dazu. Wenn ich von Rechtsextremismus spreche, dann meine ich nie einen Rechtsextremismus im Sinne der Extremismustheorie, also dass es eine gute Mitte gibt, von der rechts und links zwei Ränder weggehen, die gleich böse, gleich extrem sind. Ich verwende den Begriff trotzdem, weil er im Alltagsverstand der Leute verhaftet ist und es gibt sehr gute, sehr technische Begriffe, die sich aber meines Erachtens in antifaschistischer Propaganda nicht so eignen, weil sich viele Leute einfach nichts darunter vorstellen können. Meine Definition von Rechtsextremismus ist eine ideologische Definition und ich berufe mich da immer auf Willibald Holzer, der das für das Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand formuliert hat. Rechtsextremismus ist eine Ideologie der Ungleichheit und einer damit verbundenen Ungleichwertigkeit von Menschen und Menschengruppen. Rechtsextremismus geht von einer Homogenität eines Volkes, einer Nation aus, die es zu erreichen gilt. Und was für mich ganz wichtig ist, Rechtsextremismus sind nicht nur einzelne Gruppen und Personen, sondern wird über Sprache hergestellt, wird über Diskurs hergestellt. Weiter bitte. Ich muss hier immer einen Sprung machen, weil um zu verstehen, welches Spektrum wir gerade erleben, welches im Aufwind ist, nämlich die neue Rechte, muss ich ganz kurz einen historischen Exkurs machen zur konservativen Revolution, zur sogenannten konservativen Revolution. Weil wir erleben sehr oft, dass Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, Faschismus, alles wird synonym verwendet. Dabei wird vergessen, dass es einen Rechtsextremismus gibt, der sich nicht per se als nationalsozialistisch versteht, sondern alternative Formen des Rechtsextremismus sind. Und das ist per se nichts Neues. Das haben wir schon vor 100 Jahren erlebt, in Deutschland der Zwischenkriegszeit, auch in Österreich, als sich eben ein Netzwerk nicht reaktionärer, rechtsextremer Intellektueller gebildet hat, die auch schon den Begriff Sozialismus verwendet haben. Was heißt das? Nicht reaktionär bedeutet, die wollten nicht zurück ins Kaiserreich und wollten nicht alles umdrehen, sie wollten aber das aktuelle demokratische System überwinden und durch ein autoritäres System ersetzen. Dass sie sich mit dem Sozialismusbegriff auch schon beschäftigt haben, ergibt sich auch logisch aus der Zeit. Sozialismus war ein Modebegriff. Alle haben versucht, ein Stückchen davon zu bekommen. Dementsprechend, Nationalsozialismus kommt ja nicht daher, dass die Leute damals Marx gelesen hätten und das für gut befunden haben, sondern versucht haben, Begriffe zu besetzen, die von der Linken besetzt sind. Und so hat auch schon einer der wichtigsten Vertreter der konservativen Revolution, Oswald Spengler, 1919 versucht, einen rechten Sozialismus zu formulieren, den preußischen Sozialismus, der gar nichts mit einem Sozialismus im Sinne der Linken zu tun hat. Ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus war durchaus ambivalent. Also wichtige Vertreter der konservativen Revolution haben zum Beispiel auch Karriere gemacht im Nationalsozialismus, Karl Schmidt zum Beispiel. Andere sind auf Konfrontation gegangen, zum Beispiel Edgar Julius Jung wurde im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches erschossen von den Nationalsozialisten. Man sieht hier einfach ganz unterschiedlich. Viele haben den Nationalsozialismus auch abgelehnt, aber nicht, weil es ideologisch so schlimm gewesen wäre, sondern der Massenaspekt, ja, dass der Pöbel jetzt auf einmal auf die Straße geht, das war ihnen nicht geheuer, weil sie extrem elitär eingestellt waren. Weiter bitte. Und auf dieser ideologischen Basis hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Form des Rechtsextremismus gebildet, die gesagt hat, okay, an die Nazis können wir nicht mehr anschließen, das ist ein Tabu in der Gesellschaft, vor allem in der französischen, wo sich das gebildet hat. Wir müssen weiter zurückgehen und uns andere Bezugspunkte suchen. Und so haben sie die konservative Revolution wieder ausgegraben und haben sich hinstellen können und sagen können, die waren sogar gegen die Nazis, die können keine Schlechten sein. Was ist jetzt so neu an diesen neuen Rechten, außer dass sie sich eben auf die konservative Revolution beziehen und nicht auf den Nationalsozialismus? Sie sind weggegangen von Parteienpolitik und sagen, unser Ziel ist nicht mehr Wahlerfolge oder Parlamentssitze, sondern wir wollen das Denken der Leute beeinflussen. Wir wollen eine Kulturrevolution von rechts, wir wollen rechte Hegemonie schaffen. Dazu haben sie sich auch Gramsci hergenommen.
haben alles, was jemals marxistisch und Gramsci war, weggetan und haben sich sehr punktuell versucht, etwas hinauszuziehen, um es für ihre Zwecke zu verwenden. Dementsprechend ist ihr Aktionsraum der vorpolitische Raum, also nicht Parteienpolitik, nicht die Tagespolitik, sondern quasi der Alltag der Menschen, den zu beeinflussen. Und dazu hat sich die Strategie gewandelt, dazu komme ich noch gleich. Die Ideologie nur teilweise. Im Kern ist es dieselbe rechtsextreme Ideologie, die wir eigentlich im ganzen rechtsextremen Lager von Parteien bis eben zur neuen Rechten kennen. Ich komme aber auch dazu, wo es da Wandlungen gegeben hat. Und wichtig ist auch, wo verordnet man die neue Rechte? Die neue Rechte ist offen rechtsextrem, aber sie lappt hinein in ein bürgerliches Lager, in diese sogenannte Mitte. Das sind nicht die Modernisierungsverlierer, wie es gerne heißt, sondern das sind Leute, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, die zur Elite der Gesellschaft zählen, die in Medienhäusern sitzen, die in Anwaltskanzleien sitzen, an Universitäten sitzen. Und dementsprechend ist es ein Rechtsextremismus von oben gegen unten. Ja, also man könnte ganz, ganz viel zur Ideologie sagen und noch einen eigenen Vortrag darüber halten. Ich werde mich jetzt auf zwei Aspekte beschränken. Das eine ist, wo es wirklich eine Neuerung gab, ist den Rassismus und wie sie ihren Rassismus zur Schau stellen. Da haben sie ein neues Konzept entwickelt, das heißt Ethnopluralismus. Und im Ethnopluralismus sagen sie nicht mehr, es gibt Rassen und die kann man anhand der Genetik irgendwie beurteilen, sondern sie sagen mal, es gibt Völker, es gibt Kulturen und die sind mal per se gleichwertig und jedes Volk muss erhalten werden in ihrer Reinform. Das klingt jetzt natürlich für ungeübte Ohren besser als der alte Rassismus. Aber wenn man sich es mal durchdenkt, gehen sie wieder von einer Reinheit aus, die es in einer Kultur gibt und alles, was diese Reinheit stört, muss weg. Und diese Kulturen dürfen sich nicht vermischen. Was da rauskommt, ist, dass es weltweite Apartheid gibt, wo sich jede dieser gedachten Kulturen nur für sich bleibt und nichts mehr mit den anderen zu tun hat. Und sie sagen natürlich Kulturen. Und was meinen sie denn mit Kulturen? Sie gehen von einer Kultur aus, die an einem bestimmten Flecken Erde herrscht. Und das ist nichts anderes als das alte Blut- und Bodendenken. Und sie sagen, es gibt nur eine Kultur und das ist immer die herrschende Kultur, also für Österreich ist es dann irgendwas zwischen Sachertorte und Mozart und Lipizzaner. Aber es wird nie gesehen, dass es Gegenkulturen gibt, dass es Subkulturen gibt, dass es Milieukulturen gibt, dass es migrantische Kulturen gibt, Jugendkulturen und so weiter. Das fällt alles raus aus diesem Kulturbegriff. Das zweite ist Europa. Wenn man über Rechtsextremismus und Europa spricht, weiß man immer, ja, diese rechtsextremen Parteien, die wollen mit Europa nichts zu tun haben, aber es gibt drei Europakonzepte in der neuen Rechten. Das eine ist genau das, dieses Europa der Vaterländer, es gibt starke Nationalstaaten und diese müssen souverän bleiben und nur punktuell zusammenarbeiten. Das zweite Europakonzept ist gerade sehr beliebt. Da geht man davon aus, dass Europa ein Kulturraum ist und dieser Kulturraum Europa verteidigt werden muss, also das Abendland. Geht man nicht mehr aus, dass es Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Und das ist genau das, was wir erleben, wenn man von dieser Festung Europa spricht, von diesem christlichen Abendland, das sich von den heranstürmenden Horden und meistens des Islam verteidigen muss. Und hier ist aber ein positiver Europabezug drinnen. Und das dritte ist, dass man sagt, es gibt ein Europa der Regionen, also die Grenzen nach 1945 sind alle willkürlich gezogen werden, aber es gibt so etwas wie natürlich gewachsene Regionen und das sind die kleinste gedachte Einheit, also zum Beispiel Tirol oder Ostdeutschland. Das ist aber eher im Hintertreffen. Weiter bitte. Was eben noch neu ist, ist die Strategie. Das ist, klingt alles sehr technisch, was da ist und ich kann das gerne auch nochmal in einem Zweiergespräch genauer ausführen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihre Strategien durchschauen. Denn sie sagen nicht mehr offen, was sie denken, sondern sie versuchen, sich so in das Denken der Leute hineinzumogeln. Das eine, das ich vorstellen möchte, ist, dass sie den Rahmen des Sagbaren erweitern. Ich kann das am Beispiel auch der FPÖ zum Beispiel, der rechtsextremen Partei in Österreich, bringen. Das Wort Umvolkung ist ein Wort aus dem Nationalsozialismus. Das ist auch ziemlich klar so markiert. Die FPÖ hat begonnen, vor 10 Jahren dieses Wort
immer wieder zu verwenden. Und die ersten 2, 3, 5, 10 Male hat man sich auch darüber aufgeregt. Mittlerweile ist es ein ganz normales Wort im politischen Diskurs geworden, weil sie es einfach immer weiter, immer wieder verwendet haben. Und das gibt es mit ganz, ganz vielen Begriffen. Zweite Strategie, die sie verwenden, ist kein links, kein rechts. Sie sagen nicht mehr, sie sind rechts. Sie sagen nicht einmal mehr, dass sie konservativ sind, sondern sie sind weder links noch rechts. Sie sind die Mitte, sie sind das Volk, sie sind der Hausverstand, sie sind die normalen Leute. Dabei hätte niemand jemals Rechten vorgeworfen, dass sie links sind, aber sie diskreditieren einerseits gleichzeitig die Linken mit und andererseits präsentieren sie sich eben als diese Mitte. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, wo diese Extremismusdiskussion sehr hegemonial ist, fällt das natürlich auf fruchtbarem Boden. Und die dritte Strategie, die ich vorstellen möchte, heißt Retorsion, klingt auch sehr technisch. Aber das ist zum Beispiel, wenn die Rechten sagen, es ist schon in Ordnung, dass es eine Black Power Bewegung gegeben hat, aber dann muss es auch eine White Power Bewegung geben. Wenn es eine Frauenbewegung gibt, dann muss es auch eine Männerbewegung geben. Das ist ja nur fair, wenn es das eine gibt. Und sie versuchen, jegliche Machtverhältnisse aus einer Diskussion hinauszunehmen. Weiter bitte. Ich werde jetzt nicht alle vorstellen, aber damit ihr einen Überblick bekommt, von welchem Spektrum ich hier rede, das sind wichtige Blogs, Zeitschriften, Institutionen und wichtige Resonanzböden, wichtige Spektren, wo das alles auf positive Rezeption fällt. Wichtig ist auch, dass die neue Rechte in den letzten Jahren sehr viele Multiplikatorinnen im öffentlichen Diskurs bekommen hat. Das heißt, sehr viele Prominente, die ihre Ideen übernehmen und wirklich einem breiten, breiten Publikum bekannt machen. Thilo Sarrazin, Eva Herrmann brauche ich nicht erklären, Akif Pirinci, glaube ich, noch weniger. Aber auch wie der Schlagersänger Andreas Gabalier zum Beispiel, auch ein Österreicher, der sehr, sehr antifeministische Diskurse wirklich sehr populär gemacht hat. Weiter bitte. Auf was ich jetzt noch hinaus möchte, ist, dass im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren etwas passiert ist, dass diese Diskurse nämlich aus dem Internet, aus den Zeitschriften auf die Straße gekommen sind. Ja, es ist nicht mehr längst nur mehr eine intellektuelle Spielwiese, wo man sich ein bisschen austauscht, sondern es hat Widerhall auf der Straße gefunden. Und das erste Phänomen, wo dies passiert ist, waren die Montagsmahnwachen. Ich glaube, wir wissen hier alle, wie das entstanden ist, deswegen werde ich das nicht näher aufführen. Wichtig ist, dass es sich von einem friedensbewegten, linken oder diffusen Spektrum hin entwickelt hat, dass es von rechts übernommen wurde. Und die zentrale Figur dabei war Jürgen Elsässer mit dem Kompaktmagazin und der Radiomoderator Ken Jebsen. Ich weiß, dass es über Ken Jebsen sehr viel Diskussion in der Linken gibt. Ich möchte hier nur als Beispiel aufführen, dass Ken Jebsen im November in Wien war und dort an einem Abend in einem linken Zentrum hätte reden sollen und am nächsten Abend vor Rechtsextremen und vor dem größten Neonazi in Oberösterreich hätte reden sollen. Und hier sieht man auch, wie ambivalent und wie schwierig auch die Diskussion darüber ist. Fragen bitte hinterher. Kann man gleich nacherklären. Pegida ist das nächste. Wo wir, glaube ich, auch die Entstehungsgeschichte wissen, wo es vielleicht weniger bekannt ist, dass es auch außerhalb von Deutschland ziemlich für Wellen gesorgt hat, nämlich weil sich auch lokale Pegida-Organisationen in der Schweiz, in Dänemark, in Großbritannien oder in Österreich gegründet haben. Interessant ist die Geschichte zu Pegida und dem organisierten Rechtsextremismus, denn während von Anfang an organisierte Rechtsextreme bei den Demonstrationen waren, von der NPD, von den Burschenschaften, waren im organisatorischen Kern, gab es da lange Zeit einen Zweiflügelkampf, wie sehr bindet man sich an die. Und die wichtigste Figur dabei ist Götz Kubitschek. Götz Kubitschek ist sowas wie die zentrale Figur der neuen Rechten, Begründer der Zeitschrift Sezession, was sowas wie das Zentralorgan geworden ist.
Und der durfte ganz lange nicht in Dresden reden, weil man gesagt hat, jemand, der so offen im rechtsextremen Lager steht, will man eigentlich nicht. Als Lutz Bachmann dann sein Comeback gewagt hat und jetzt wieder da ist, sind aber auch diese Schranken gefallen und Götz Kubitschek durfte ganz offen in Dresden vor hunderten Leuten reden und wurde sogar als offizieller Abgeordneter von Pegida nach Italien geschickt zu einer Konferenz der Lega Nord und hat davon dann auch berichtet. Und hier zeigt sich, wie, ich glaube, bei Pegida gibt es keine Frage, dass das immer ein rassistisches Anliegen war, aber wie sehr sich verfestigt hat und wie schnell sich es dann verfestigt hat in einem wirklich in einem organisierten Rechtsextremismus und wie die neue Rechte das schnell erkannt hat und aufgesprungen ist und versucht hat, das auf die eigene Seite zu ziehen. Und das nächste Phänomen, was wir auf der Straße erleben, jetzt schon seit 2012, sind die Identitären. Die Identitären gibt es seit Oktober 2012, haben sich wiederum in Frankreich gegründet, mit der Besetzung einer sich im Bau befindlichen Moschee und gleichzeitig im Internet ein Video, was sehr gut gemacht ist, heißt die Kriegserklärung. Und so ist es sehr schnell, hat sich im Internet verbreitet. Und quasi außerhalb haben sich sehr schnell viele identitäre Gruppen gegründet. Das große Vorbild ist Casa Pound. Casa Pound ist ein neofaschistisches Jugendprojekt aus Italien, die wahnsinnig groß sind, wäre auch ein eigener Vortrag wert, aber die sind schon dort, wo die Identitären gerne wären. Die sind in über 80 Städten aktiv, haben Jugendzentren, haben eine Band, haben zig Gruppen, haben Veranstaltungszentren, Konzerte, Bücher und so weiter. Also haben wirklich ein ganzes Spektrum an rechter Jugenderlebniswelt gemacht. Die Identitären sind deswegen spannend, weil sie eine sehr junge Zielgruppe haben und sehr junge Leute organisieren, die davor nicht in dem Spektrum organisiert waren, nämlich zwischen 15 und 35 Jahren. Und 2012 haben wir hier im deutschsprachigen Raum eigentlich gesehen, dass zum ersten Mal die neue Rechte tatsächlich auf der Straße war. Ihre Merkmale sind einerseits der Aktionismus, andererseits der Aspekt eben der Jugend, Jugendlichkeit, Popkultur, während viele Rechte sagen, amerikanische Popkultur, das ist, fassen wir gar nicht an, inkorporieren die das ganz normal in ihre Plakate zum Beispiel hinein. Und der Aspekt der Corporate Identity, das heißt, alle Gruppen schauen gleich aus und damit tut man so, als wäre man ganz, ganz groß, auch wenn vielleicht hinter jeder einzelnen Gruppe nur ein paar Personen stehen. Aber weil alles in diesem Schwarz-Gelb ist und alles mit diesem Lambda-Symbol ist, wirkt das sehr, sehr groß. Sie sind sehr stark, vor allem in Österreich und in Frankreich. In Deutschland waren die lange eigentlich ziemlich tot. Wir erleben aber seit letztem Sommer, dass sie von Österreich aus über Sachsen und Thüringen wieder einen Schwung aufnehmen und dass da sehr viel Entwicklungsarbeit passiert. Das hat sich auch gezeigt in den vergangenen Monaten, wo zum Beispiel in Hamburg und Berlin die SPD-Zentralen kurzfristig besetzt wurden, mit den Demos an den Grenzen. Also heute ist es in Freilassing zum Beispiel, aber auch schon in Passau gab es da eine Zusammenarbeit und gab es Aktionen und sehr viel, was einfach auch sehr einfach zu machen ist, Banneraktionen, wo man sich vor eine Flüchtlingsunterkunft stellt und sagt, Ort XY wehrt sich, das Lambda-Symbol drauf, mal Fotos macht und auf Facebook wird das hunderte Male dann geteilt. Ja, sind eben sehr stark in Österreich und Frankreich vor allem, auch in Deutschland, aber auch in Tschechien, wo auch sehr viel Zusammenarbeit passiert und in Italien eben mit Casa Pound schon das große Vorbild vor Augen hat. Kann ich hier kurz zeigen, wie die Ästhetik ausschaut, weil es doch immer wieder beeindruckend ist. Ganz links, das ist aus ihrem Merchandise-Shop. Ich glaube, man erkennt es nicht so gut, was da oben ist. Es ist einfach ein Leuchtturm und ein Boot davor. Nur steht drunter Lampedusa Coast Guard. Und es ist natürlich unfassbar zynisch, weil damit suggeriert wird, die Küstenwache von Lampedusa beschützt die Festung Europa. Aber auf den ersten Blick würde man dieses Shirt nicht als rechtsextrem erkennen.
Dann oben in der Mitte ein Beispiel für ihre Sticker, 100% identitär, 0% Rassismus, also was auch immer das heißen soll. Aber daneben eine Figur aus Avatar, also aus einem amerikanischen Mainstream-Film. Darunter ein Sticker von ihrem Blog, Revolte gegen die moderne Welt, wo ein Ausschnitt aus dem Film The Crow da ist, ein Kultfilm vor allem in der schwarzen Szene. Anfang der 90er, und Revolte gegen die moderne Welt ist der Titel eines Buchs von Julius Evola, also einem faschistischen Theoretiker, und so verbinden sie Popkultur und Faschismus. Und daneben ein Bild von einer ihrer spektakulärsten Aktionen, es ist sehr dunkel, man sieht den Wiener Stephansdom und sieht dann davor maskierte Personen in so einem Military-Jacken und zwei Menschen, die sich mit einer Burka verkleidet haben und die gerade zwei Leute köpfen. Und das ist auf offener Straße, diese Aktion passiert. Das war für sehr viel Aufregung gesorgt, weil man nicht wusste, ist der IS jetzt in Wien, was passiert hier? Und damit haben sie einfach verknüpft Flüchtlinge, Terror und noch vor diesem Symbol, dem Wiener Stephansdom. Und so inszenieren sie sich und das war natürlich nachher in den Zeitungen. Und das wollen sie natürlich, Aufmerksamkeit. Und damit komme ich auch schon zu einem Schluss. Was lässt sich über dieses Spektrum sagen, über das ich jetzt nur so drüber gebrowst bin? Einerseits, es gibt quasi mehr als nur, unter ganz, ganz großen Anführungszeichen, Nazis, sondern es gibt ein Spektrum, das sich aus einer oberen Schicht rekrutiert, das sich vor allem auch unter Studierenden rekrutiert und das eben mehr macht als quasi nur Demonstrationen, die versuchen mit coolen Aktionen und vor allem mit einem Diskurs, das zu demontieren, also grundsätzliche demokratische Rechte zu demontieren. Und dabei geht es ihnen, wie wir das jetzt da eben sehen, anhand von dem, was in Köln passiert ist, selbst wenn sie es emanzipatorisch verpacken, nie wirklich um Emanzipation. In der Zeitschrift Sezession zum Beispiel wurde jetzt recht offen geschrieben, dass der Anschlag in Köln oder die Übergriffe in Köln nicht gegen Frauen waren, sondern gegen die deutsche Nation, denn die Frauenkörper stehen für Deutschland. Und damit sieht man ganz eindeutig, es geht nicht um Frauen und es geht schon gar nicht individuell um die Frauen, die belästigt und die vergewaltigt worden sind, sondern sie gelten nur dann etwas, wenn sie für die Nation stehen. Und deswegen dürfen wir genau auf diese Diskurse nicht hereinfallen. Es kann nie eine Zusammenarbeit geben mit diesen Leuten, sondern wir müssen sie bekämpfen, wir müssen ihre Strukturen, aber auch ihre Strategien und ihre Ideologien enttarnen. Und ich mache schon Schluss und wer mich kontaktieren will, kann das gerne hier tun. Ich bin auch noch hier und wir können gerne weitere Fragen klären. Dankeschön. Nee, Natascha, vielleicht. Ganz herzlichen Dank, Natascha. Ich habe gedacht, vielleicht, die Zeit ist zwar fortgeschritten, aber ein, zwei Fragen sollten wir doch Raum geben hier. Gibt es Wortmeldungen? Ich hole sie aus dem... So schnell kommst du uns nicht davon. So, jetzt gibt es hier vorne eine Frage. Bitte kurz und kein Co-Referat. Ich sag dir immer. Also sehr kurz. Ich habe einen Zwischenruf gemacht bei dem Xaidu. Ich sage, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so eine Gesinnungspolitik machen in der Zuschreibung der Dinge. Ich könnte 100 Künstler nennen, die könnte ich alle dort reinnehmen. Aber mich würde interessieren, wieso nimmst du Xaidu dort hinein? Der hat auf dem Konzert, ist in Mannheim, ist ein Künstler, hat mitbekommen, amerikanische vor seiner Nase und hat da mal gespielt und so weiter. Da ist man aber schnell dabei, aber den jetzt gleichzusetzen mit den anderen, das finde ich ein bisschen gefährlich. Da kriegt jeder einen Stempel. Wie kommst du darauf, den in dieser Reihe dann so wirklich exorbitant dann auch zu nennen? Kann ich gerne beantworten. Einerseits, weil er aufgetreten ist vor einer verschwörungstheoretischen Gruppe und sich dort bekannt. Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, ob das viele hier machen, aber ich weiß es von Xavier Naidoo. Andererseits, weil es
seine Kritik, also seine imperialistische Kritik, ich würde es nicht mal so nennen, keinerlei emanzipatorischen Charakter hat, sondern da geht es um Verschwörungstheorien und vor allem, und da geht es für mich ganz wichtig, auch um Antifeminismus und um Homophobie. Und wir dürfen das nicht im... Wir müssen aufhören. Es ist halt dasselbe, wenn man sich in einem Bereich vermeintlich, und ich sage das wirklich, vermeintlich emanzipatorisch gibt, man muss sich das immer im Ganzen anschauen. Es gibt kein, okay, jetzt ist halt auch die Erika Steinbach für Frauenrechte, sie ist halt schon sonst rassistisch und homophob und sonst was, aber bei Frauenrechte hat sie recht. Nein, weil wenn sie da, dann kann sie nie ernsthaft für Frauenrechte sein, genau wie es nie eine ernsthafte imperialistische Kritik geben kann mit Leuten, die davon fantasieren, dass es eine homosexuelle Verschwörung gibt, die Kinder vergewaltigen in Europa. Also solche Leute werden nie einen emanzipatorischen Charakter haben, auch wenn sie es vorgeben, in einem Bereich den zu haben. Und das meine ich, es kann nie eine Zusammenarbeit geben. So, eine Frage noch hier vorne am Bühnenrand. Ich versuche das ein bisschen schnell zu machen, obwohl es ein sehr komplexes Thema ist. Also, genau hier bin ich. Du hast die ganze Zeit die Begriffe Rechtsextremismus und Nationalsozialismus benutzt und neue Rechte. Ich finde, das ist so die erste Frage. Ich verstehe nicht so ganz, warum. Und ich würde dich auch gerne fragen, ab wann du denn anfangen würdest zu sagen, das sind faschistische Bewegungen, die am Aufkommen sind, sich sammeln und so weiter. Und warum einfach überhaupt nicht das Wort Faschismus hier genannt wird. Glaubst du... dass das nur eine historische Tatsache ist, die wir sozusagen, mit der wir abgeschlossen haben. Das wäre das eine. Das andere ist, du hast dich sehr konzentriert auf die eine Seite. Das andere, was leider gar nicht vorkommt, nur in einer Notiz sozusagen, die du jetzt nicht verbal erwähnt hast, ist zum Beispiel die Achse des Guten. Das ist die eine Querfrontseite, die meiner Meinung nach sogar zurzeit viel hegemonialer ist in der Gesellschaft, mit dem sehr aggressiven Vertreter Henrik M. Broder, eine kleine Kritik an die junge Welt. Wiglaf Droste hat vor 3 Tagen in dem Feuilleton empfohlen, man soll ihn sogar lesen, ohne zu sagen, dass er ein Rechter ist. Finde ich ziemlich daneben. Okay, aber ich finde, man sollte auf jeden Fall, wenn man über die eine Seite redet, alles, was von Querfrontangriffen kommt, von der Seite, die du jetzt beschrieben hast, sollte man unbedingt auch alles andere benennen, nämlich alles, was von der Seite, die mittlerweile als unter Antideutsch firmiert, aber viel, viel gefährlicher ist. Und in den letzten 20 Jahren auch tatsächlich Kriege legitimiert haben und weit bis ins linke Lager bis heute noch tun. Das heißt, imperialistische Politik, die umgesetzt wird. Ja, danke. Darf ich die erste Frage ergänzen? Die erste Frage ergänzen. Warum sprichst du immer vom Nationalsozialismus? Das, ist das eine war Tarnbe- eben Teil da der ist Frage. Da ist eine Tarnbezeichnung. Die waren weder national, die waren nationalistisch. Die waren weder, die waren nicht Sozialismus, das war kein Sozialismus, das war Kapitalismus in Potenz. Und dieser Begriff wird immer wieder benutzt in den bürgerlichen Medien, um den Sozialismusbegriff zu diskriminieren. Das Wort Faschismus. Die Botschaft ist angekommen, du wiederholst nur, was in der ersten Frage schon inbegriffen war. Natascha, du hast das Wort. Ja. Wann spricht man vom Faschismus? Das ist eine sehr gute Frage und wir diskutieren das auch, ohne es abschließend zu beantworten. Ich würde den Begriff sehr eng definieren. Ich weiß, es gibt andere und durchaus legitime Gründe, es nicht zu tun, es nicht zu eng zu definieren. Für mich muss eine Organisation dahinter stehen und für mich muss vor allem wirklich eine Gewaltbereitschaft da stehen, die es gibt, die es auch in diesem Spektrum gibt, aber die über das hinausgeht, was ich aktuell sehe. Das soll keine Verharmlosung sein, sondern ich würde es wirklich ansetzen, wenn wir von paramilitärischen Strukturen quasi reden, die es, ja, also ich sage, ist nicht abschließend beantwortet und ideologisch dann,
wenn wirklich dazu aufgerufen wird oder man will das aktuelle System nicht verbessern oder was auch immer es da gibt. Und das sehe ich in vielen Teilen der neuen Rechten, dass man da aktuell sagt, wenn man nur ein bisschen da und da dreht, dann passiert es. Sondern wenn man wirklich davon träumt, von dieser Neugeburt der Nation, von Europa, was auch immer. Und das Interessante ist, dass es aber diese Ansätze jetzt immer mehr kommen. Das heißt, ich gebe da durchaus recht, vielleicht ist es an der Zeit, dass man in Zukunft auch davon spricht und das sehr genau im Blick hält. Ich sehe aber genauso, dass diese Diskussion nicht abgeschlossen ist und verstehe die Argumente dafür auch sehr gut. Die Diskussion zu Antideutschen, auf jeden Fall. Ich würde auch noch die Seite Politically Incorrect dazu nehmen, die auch ganz positiven Bezug auf Personen aus diesem Spektrum nimmt, die deren Vorträge teilt, ob gewollt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die diese YouTube-Videos eben mit großen Herzchen in den Augen quasi teilt. Und da ist auf jeden Fall eine offene Flanke und man erlebt auch durchaus, dass Teile aus diesem Spektrum keine Scheu haben, auch auf Veranstaltungen zu gehen und mit diesen Leuten zu diskutieren. Oder dass auch diese Links und gerade von Achse des Guten auch zirkulieren in diesem Spektrum. Und ich würde auch, muss man sich auch sehr genau anschauen, aber auch das, was bei dem Magazin Cicero passiert, ist durchaus interessant und die Frage, ab wann man so ein Magazin eigentlich mit hineinnimmt in so eine Definition und ab wann nicht. Also Zustimmung. Okay. Natascha, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du hier gesprochen hast und wir bleiben in Verbindung.